Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und im Moment ist ja der Kranwahn oben an der Spitze. Ich weiß, die Meinungen sind so ein bisschen gespalten, die einen sagen, oh endlich ist er oben an der Spitze, jetzt kann ich mir den auch endlich mal ergrinden. Die anderen sagen, muss das jetzt unbedingt sein, dieser OP-Panzer top of the tree. Ich denke, zum Kranwahn selber gibt es genug Videos und viele wissen ja auch darum, wie stark er ist. Zum Emil selber habe ich persönlich noch kein Video gemacht und das ist ja so der erste nach dem Leo, wo die Heavy-Reihe der schwedischen Heavies anfängt. Emil 2 habe ich auf meinem Kanal schon mehrfach gefeatured. Wie gesagt, über den Kranwahn brauchen wir hier, denke ich, an der Stelle nicht zu sprechen. Dass er es allemal wert ist, gegrindet zu werden und dass er wahrscheinlich zu den Top 3 OP Tech Tree Fahrzeugen gehört, die derzeit im Spiel sind, oder 4. Auf der einen Seite der Kranwahn, STB1, EBR ist nochmal so ein ganz anderes Thema und der VZ55, das sind wahrscheinlich so derzeit die stärksten Zehner in ihrem jeweiligen Metier. Ich möchte mit euch heute über den Emil 1 sprechen und wie ihr in meiner Garage erkennen könnt, habe ich den gar nicht mehr in der Garage, aber ich habe für euch Replays im Emil 1951 dabei. Das ist im Prinzip die Premium-Variante. Wir gucken uns gleich auf Tanks GG einmal kurz an, wo so die leichten Unterschiede zwischen den Panzer liegen. Von der Spielweise her sind sie zu 100% identisch und von den Stärken und Schwächen sind sie im Prinzip auch sehr, sehr ähnlich beieinander. Da gibt es nur ganz minimale Unterschiede und der Emil 1951, ehemals Frontline Reward Panzer, verdient noch zusätzlich extra Credits, um das mal kurz abzukürzen. Wie habe ich ihn ausgerüstet? Ich habe eine Lüftung drauf, ich habe einen Waffenrichtantrieb und ich habe einen vertikalen Stabilisator. Also ich gehe hier Vollgas auf Gunhandling und das würde ich euch an der Stelle auch empfehlen. Man kann sicherlich den Waffenrichtantrieb, wenn man möchte, weglassen und dafür zum Beispiel sowas wie ein Turbo verbauen oder Optiken. Ich persönlich fahre mit dem Setup hier am besten, Part mit Rationen, ist das für mich ja der einzige Weg, diese doch sehr zum Teil trollige Kanone brauchbar zu machen, die Einziehzeit auf ein Maß zu reduzieren, mit dem ich arbeiten kann. Und so kommen wir jetzt hier auf 0,35 Genauigkeit und 2,39 Sekunden Einziehzeit. Auf dem Panzer sitzt meine Kranwand-Crew, ihr seht, die hat fast 6 Perks. Das macht natürlich auch nochmal einiges aus, aber grundsätzlich reicht, wenn ihr auf dem Panzer Reparatur habt, wenn ihr auf dem Panzer Waffenbrüder habt und dann im besten Falle natürlich noch fahren wie auf Schienen und ja, ich weiß gar nicht, wie das andere heißt hier, ruhige Hand, genau, ruhige Hand ist mir kurz entfallen, diese beiden Perks solltet ihr auf jeden Fall noch am Start haben. Kommandant natürlich sechster Sinn, aber dann seid ihr eigentlich bestens aufgestellt und alles andere ist dann, ich will nicht sagen Schmuck am Nachthemd oder nice, besser nice to have. Ja, jetzt würde ich sagen, wir schauen uns einmal ganz kurz den Vergleich an, wo liegen die Stärken und die Schwächen und dann habe ich für euch natürlich Gameplay dabei und ich bin heute 6 Runden gefahren, lief ganz gut, insgesamt 5 Siege, 83,33% Siegrate, also ich habe mir Mühe gegeben, dass ich auch extra Gameplay für euch dabei habe, was ihr jetzt nicht unbedingt schon auf Twitch gesehen habt. Ja, was wir sofort auf den ersten Blick sehen können, ist, dass die DPM beim Emil 1, also dem Standardfahrzeug, ein bisschen besser ist, also über 150 Punkte habt ihr hier mehr, also Schaden pro Minute, Penetration ist die gleiche, 217 und ihr habt den gleichen Schaden pro Schuss, 360, 3 Schuss sind im Magazin. Die Rate of Fire, ihr seht es hier, 5,55 zu 5,16, also der Emil 1 schießt oder lädt ein bisschen schneller nach, dafür ist der Intra-Clip Reload beim Emil 1951 ganz, ganz bisschen besser. 3 Sekunden beim Emil 1, 2,75 Sekunden beim Emil 1951. Aber wie gesagt, dafür lädt er das Magazin gute 3 Sekunden schneller nach. Also auch hier wieder, würde ich sagen, eher der Vorteil beim Emil 1. Über die Munition, ja, brauchen wir jetzt nicht groß sprechen, oder? 57 Schuss kann der Emil 1 mitnehmen, 75 der Emil 1951. Beide habe ich noch nie leer geschossen, also von daher denke ich, ist jetzt nicht so das große Thema. Die Einziehzeit beim Emil ein bisschen schwächer, 3,07 Sekunden und beim Emil 1951 2,88 Sekunden. Also hier die Nase ein bisschen vorne beim Emil 1951, aber das Ganze gleicht sich dann wieder durch die Genauigkeit aus. Der Emil ein Tick genauer, 0,36 zu 0,38 und er hat auch die besseren Dispersion-Werte. Also das Ganze gleicht sich dann hintenrum wieder aus, sodass wir sagen können, im Prinzip ist es wieder das Gleiche. So, 12 Grad Gun Depression haben sie beide. Die Top-Geschwindigkeit ist beim Emil 1 ein bisschen besser. Der Emil 1951 nur 45 km/h. Dafür hat er ein bisschen mehr PS
und ist ein bisschen leichter. Das heißt, er hat die bessere Power-to-Weight-Ratio. Das heißt wieder, ja, der Emil 1 hat den besseren Topspeed. Dafür hat der Emil 1951 ein ganz, 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 ganz klein bisschen besseren Antritt. Aber auch hier die Unterschiede wirklich nur marginal. Panzerung haben sie beide exakt die gleiche. Gucken wir uns gleich auch noch an. Aber ich denke, man kann hier schon sehen, dass die Unterschiede wirklich nur minimal sind. Und der wahrscheinlich größte Unterschied ist einfach, dass der Emil 1951 extra Credits verdient. Ja, gucken wir uns noch mal ganz kurz die Panzerung an. Einen der größten Fehler, den die meisten Spieler machen, ist, dass sie, wenn sie mit ihrem Emil 1 unterwegs sind und dann vielleicht in 9er, 10er Battles dabei sind, schon davon ausgehen, dass sie schon einen Emil 2 oder einen Kranwan in der Hand haben. Und das ist halt nicht der Fall. Der Turm ist gut gepanzert, keine Frage, aber es ist halt noch kein Emil 2-Kranwan-Turm. Und ihr müsst schon noch ein bisschen vorsichtiger agieren, weil die Gegner im 9er und 10er Bereich, gerade wenn sie auf die 2 drücken, also Premium-Munition laden, euch ohne Probleme durch den Turm schießen. Wenn er so frontal vor euch steht, ist der Turm am schwächsten. 245 mm ist er hier dick. Ihr seht das hier. Hier außen ist ein bisschen stärker. 266 mm. Emils können sich gegenseitig jetzt nicht penetrieren, wie ihr sehen könnt, aber wie gesagt, wir schauen es uns gleich nochmal an. Hier oben ist eine Kommandantenluke, 83 mm, die muss man aber erstmal treffen. Dann haben wir hier die Oberwanne mit 186 mm und die Unterwanne ist sogar ein bisschen stärker mit 200 mm. Wenn ihr den Panzer jetzt natürlich korrekt spielt, na, Schutthaufen vor euch ist jetzt nicht unbedingt die korrekte Spielweise. Natürlich ist das schon ein besserer Schutz als gar kein Schutz der Wanne. Also wenn ihr nichts Besseres habt, dann nehmt den Schutthaufen vor euch. Besser ist aber noch, ihr steht an einer Hügelkuppe und nutzt auch wirklich eure Gun Depression. Bedeutet, ihr stellt euch so steil wie möglich an, nutzt eure 12 Grad Gun Depression, dann ist eure Oberwanne im Prinzip schon ein Autobounce. Ja, ihr seht das hier, hier ist so gerade die Grenze. Trotzdem, selbst wenn es kein Autobounce ist, habt ihr noch 254 mm. Wenn ihr noch ein bisschen das Ganze steiler anstellt, in dem Winkel, habt ihr einen Autobounce auf der Oberwanne und euer Turm wird immerhin 290 bis hier oben 300, über 300 mm dick. Also, klar, 9er und 10er, die schon das 10er Heat haben, die schießen euch trotzdem noch durch den Turm. Das muss euch einfach klar sein. Aber ansonsten könnt ihr gegen euresgleichen sehr viel schon mit dem Turm anstellen. Und ihr habt auch gute Chancen, 9er und 10er hier und da mal zu bouncen. Würde ich jetzt aber erstmal nicht davon ausgehen und mich jetzt auch nicht provokativ einfach vor die stellen und sagen, hier, guck mal, ich habe einen schwedischen Heavy-Turm. Das wäre meiner Meinung nach die falsche Spielweise. Die richtige Spielweise, hoffe ich, habe ich euch gleich dabei. Und dann würde ich sagen, starten wir. Als allererstes habe ich für euch eine Runde im 10er-Gefecht dabei, weil das ist ja immer das, was alle sehen wollen. Das ist so, ich will nicht sagen, das schlechteste Matchmaking, was man kriegen kann, weil das schlechteste wäre, wenn jetzt hier noch drei Artis am Start wären und keine Ahnung, zig Millionen Lights. Also es ist schon von der Aufstellung her ein sehr, sehr herausforderndes Matchmaking. Aber dadurch, dass wir keine Arti hier am Start haben, haben wir zumindest gute Chancen, dass wir unsere Stärke am Hügel einsetzen können. Für die Leute, die sich jetzt fragen, okay, was kann die Premium-Munition eigentlich? Ihr habt da 1300 Meter oder 1350 Meter pro Sekunde Shell Velocity, aber nur 242 mm Durchschlag. Zweimal APCR ist ein bisschen doof, weil beide Munitions- oder die APCR auf Distanz halt sehr viel an Durchschlagskraft verliert. Und dazu kommt noch, ihr habt 217 auf der Standardmunition und 242 auf der Premiummunition. Das bedeutet, ihr habt summa summarum gerade mal 25 Durchschlag mehr auf der Premiummunition, die dafür natürlich um ein Vielfaches teurer ist. Und meistens lohnt es sich dann gar nicht, diese Munition wirklich zu nutzen. Es sei denn, ihr seid jetzt wirklich gegen lauter Superkeiler am Start. Da macht es dann schon mal Sinn. Oder ihr wollt jetzt wirklich auf große Distanz snipen. Auch da ist dann, sind dann die 300 Meter pro Sekunde Shell Velocity halt nochmal ganz gut. Grundsätzlich, wie gesagt, glaube ich aber, dass ihr nicht so viel Premium-Munition mitnehmen müsst. Gerade beim Emil 1, der jetzt ja noch ein bisschen weniger Munition hat. Da könnt ihr dann ruhig auch ein bisschen weniger Premium-Munition mitnehmen, weil ich einfach den Wert nicht unbedingt erkennen kann. Wenn wir jetzt hier quasi auf den Hügel fahren, müssen wir halt gucken, was uns da so entgegenkommt. 60 TP sah schon so aus, als wenn er hier hochfährt. Emil 1 aus dem Gegnerteam kommt schon mal nicht hoch. Das ist gut für uns. Einfach vor dem Hintergrund, dass das natürlich ein unangenehmer Gegner ist, weil der auch 12 Grad Gun Depression hat. Also so euresgleichen oder sowas wie einem Emil 2 Kranwan würde ich immer so ein Stück weit aus dem Weg gehen, weil die euch einfach dominieren.
Aber wir haben jetzt hier noch ein STB 1 dabei, das sieht wirklich gut aus. Ein Centurion 5.1, also wir haben sehr viele Gun Depression starke Fahrzeuge am Start, auch wenn unser EN100 sich noch sehr, sehr viel Zeit lässt. Und wichtig für euch ist immer, dass ihr ja versucht, zu euren Konditionen zu fighten. Soll heißen, ihr versucht immer Positionen zu finden, wo ihr selber Halldown steht, wo ihr selber mit euren 12 Grad Gun Depression arbeiten könnt. Das ist jetzt hier zum Beispiel der T10. Das ist so eine Situation, da muss man zwar aufpassen, weil man geht hier definitiv auf und man kann jetzt von unten beschossen werden, aber wir stehen hier wirklich so, dass wir unsere volle Gun Depression auf den T10 ansetzen und unser ganzes Magazin jetzt hier machen konnten. Solche Gelegenheiten, die wollt ihr halt mit eurem Emil finden und im besten Fall schießt noch nicht mal irgendjemand zurück und ihr könnt quasi so 9er Heavy einfach mal 1116 Schaden reinklippen. Ja? Also nur mal so als kleines gutes Beispiel würde ich sagen, das sind im Prinzip genau die Gelegenheiten, auf die ihr wartet. Und jetzt versucht ihr euch dann halt nach und nach ranzutasten. Ihr werdet feststellen, dass die Kanone gehörig oft daneben schießt oder die Schüsse nicht penetriert. Das soll euch aber nicht davon abhalten, die Schüsse nicht trotzdem zu probieren, weil Versuch macht klug. Den ersten haben wir gebounced, den zweiten haben wir gemacht. Jetzt bietet sich da ein einfacheres Ziel an, wenn ihr sichere Ziele habt, wie zum Beispiel sowas wie ein Leopard 1 oder ein Standard B, dann würde ich aufgrund des extrem langen Reloads schon immer den sicheren Schaden erstmal machen. Es sei denn, ihr lauft Gefahr, überlaufen zu werden. Dann müsst ihr natürlich die gefährlichsten Gegner, die direkt vor euch stehen, angehen. Aber ansonsten würde ich euch zu der Vorgehensweise raten, dass ihr erstmal die sicheren Ziele macht, also die am schwächst gepanzerten Fahrzeuge. Weil ihr halt, wie gesagt, ihr habt jetzt mit dem ganzen Setup, was ich jetzt hier fahre, Lüftung, Rationen, Waffenbrüder, komme ich gerade mal auf eine DPM von 2000 Schaden pro Minute. Da lacht euch jeder Kanaven auf Stufe 8 aus. Über 9er und 10er brauchen wir da gar nicht zu sprechen. Also es ist schon ein gehörig langer Reload. Das bedeutet, ihr solltet euch niemals in Teufels Küche bringen und vor allem auch nicht in Situationen, die ihr nicht mehr überblicken könnt. Also wo ihr quasi dann nur euer eines Magazin macht. Und dann seid ihr darauf angewiesen, dass euch entweder euer Team aus der Scheiße holt oder ihr geht dabei drauf. Das sind Situationen, die ihr natürlich verhindern wollt. Ihr wollt sichere Schüsse machen, sicheren Schaden machen und dann am besten so viel Distanz oder so viel Deckung haben, dass ihr in Ruhe euer Magazin wieder nachladen könnt, um dann quasi die Gegner wieder angehen zu können. Und während ihr das tut, wollt ihr natürlich euren Schaden so gut wie möglich machen. Aber wir haben jetzt hier eine Spielsituation, da vorne steht jetzt ein Objekt 252U. Ich stehe hier safe, es gibt keine Arti und ich habe jetzt alle Zeit der Welt, weil wir hier auch nicht gepusht werden können, wo ich dann quasi einfach versuche, jetzt wirklich mit dem Dreiermagazin oben die Kommandantenluke zu treffen vom 252U. Kein Schuss ist auch nur in die Nähe der Kommandantenluke geflogen, aber das ist jetzt in diesem Fall nicht so schlimm. Vielleicht ein bisschen ärgerlich, weil da unten jetzt ein T-55A aufgegangen ist, den wir hätten beschießen können. Aber für mich nicht überlebenswichtig, weil wir aus dieser Position hier nicht gepusht werden können. Ja, also da immer wirklich abwägen, kann ich mir das jetzt leisten, diese, ich nenne das immer Oddshots, also diese Schüsse mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass die nicht treffen oder nicht penetrieren. Auch das jetzt hier auf 500 Meter mit der Genauigkeit dieser Kanone. Da bin ich froh, dass der erste Schuss getroffen hat. Und auch hier wieder, ich kann es mir derzeit leisten, weil wir hier keinen Gegnerdruck haben. Trotzdem liegen wir zwei Panzer hinten. Also müssen natürlich jetzt zusehen. Würde mich freuen, wenn unser 777 jetzt hier einfach mal eine HE lädt und mit dem Defender Schluss macht. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu der Geschwindigkeit. Ja, die Geschwindigkeit, ich meine jetzt nicht die Geschwindigkeit des Fahrzeuges, sondern die Gefechtsgeschwindigkeit, nimmt mit der Stufe zu. Also der Emil 1 ist noch ein, würde ich sagen, ein sehr gemütlicher Panzer, der quasi durchaus seine Zeit braucht. Ähnlich von der Spielphilosophie her wie ein 50-100, ja, wo ihr auch immer so einen Backup-Plan braucht. Mit dem Emil 2 und dem Kranwan dann, Stufe 9 und Stufe 10, habt ihr so eine krasse DPM oder so einen krassen Zuwachs an DPM und so eine Verringerung der Nachladezeit des Magazins, dass quasi eure Gefechtsgeschwindigkeit, will ich jetzt einfach mal so nennen, auch dementsprechend zunehmen. Ihr könnt viel aggressiver fahren, ihr könnt viel besser Gegner farmen,
Und ihr könnt euch viel häufiger auch mal erlauben, auch in brenzligen Situationen das Magazin leer zu machen, weil ihr ruckzuck wieder nachgeladen seid. Das ist und mitunter auch ein Grund, warum der Kranwahn quasi so OP ist, weil er halt dieses brutale Burst-Potenzial hat und unglaublich schnell sein Magazin wieder nachlädt. So, wir sind jetzt hier in eine einigermaßen sichere Position gefahren. Ihr kennt das, die Leute, die meine Videos häufiger gucken, wissen, ich lasse mich da ganz gerne vom Hügel droppen, fahre dann unterhalb der Kirche hier in diese Position. Da steht man einigermaßen safe vor dem Wald. Wir konnten jetzt hier den Burrask rausnehmen, weil er kein Backup mehr hatte. Und jetzt müssen wir halt hoffen, dass unser SCB und unser Kunze vielleicht mal anfangen, am Gefecht teilzunehmen. Also das ist auch immer so eine Sache. Das war jetzt lucky, aber ich habe hinter mir genug Mitspieler. Ich konnte mir das jetzt hier auch wieder leisten, zu schießen. Ihr habt aber auch gesehen, T55 Alpha hat uns am Turm penetriert. Also für die Leute, die dann Heat-Munition laden können, ist es im Prinzip kein Problem. Ihr seid jetzt auch nicht unbedingt ein Aufklärungswunder mit eurer Sichtweite, gerade wenn ihr dann auch keine Optiken verbaut habt. Also ihr seht jetzt hier, meine Crew hat zwar schon 6 Perks, aber dadurch, dass ich keine Optiken verbaut habe, habe ich nicht mal die maximale Sichtweite von 445 Meter. Also das ist auch wieder so eine Sache, da müsst ihr euch überlegen, wie spielt ihr den Emil? Es gibt auch viele, die sehr gut damit fahren, entspiegelte Optiken zu verbauen. Dann habt ihr natürlich ein bisschen längere Einzelzeit, weil ihr den Waffenrichtantrieb dann nicht mit dabei habt. Aber ihr habt zumindest die Möglichkeit, besser auf offenen Karten für euch selber spotten zu können. Also da muss man dann, müsst ihr vielleicht im Zweifel mal ausprobieren, was für euch besser in Frage kommt. Ich habe mich definitiv, weil die Kanone sich schon häufig sehr kartoffelig verhält, dazu entschieden, hier lieber auf das Gunhandling zu gehen, als mir die Optiken jetzt hier reinzuhauen. Also ich denke, das ist eine Philosophiefrage und ich würde sagen, es ist auch beides nicht verkehrt. Man kann definitiv beides machen. So, wir sind jetzt hier in dieser wunderschönen Malinowka-Situation angekommen. Wir haben schon 3.500 Schaden in diesem 10er-Gefecht gemacht. Unser STB steht unglaublich weit hinten. Ich habe keine Ahnung, was er da hinten treibt. Ich habe auch keine Ahnung, was der EN-100 hier macht. Ich kann verstehen, dass das Objekt 777 jetzt nicht bereit ist, da in den Wald zu fahren. Ich kann aber, wie gesagt, nicht verstehen. Und jetzt kommt der STB halt auch endlich mal ran. Wir haben hier hinter uns noch ein fast voller AP. Oder zumindest 50% seiner AP hat er noch. STB-1, der definitiv die bessere Sichtweite hat, mehr Tarnung. Auch der Kunze-Panzer könnte vielleicht mal aufschließen. Ich habe auch versucht, jetzt hier nochmal zu erklären, wo der Stritzwahn steht. Also falls jetzt hier jemand Angst hätte, dass der Stritzwahn da immer noch in der Base steht. So, an den Emil kommen wir leider nicht ran. Und das ist halt immer so eine Geduldssache. Ne? Man muss, gerade wenn man auf Malinowka gewinnen will, von der Seite vom Süden, und die Gegner stehen da alle hinten, gesammelte Werke im Wald drin, da muss man wirklich dann auch eisern Geduld mitbringen und gucken, dass man nach und nach die einzelnen Panzer ausgräbt. Zum Beispiel jetzt hier hinten hoffen, dass der Kunze da gleich mal verschwunden ist. Und dass vielleicht unsere Zehner, wir haben ja noch 2 Zehner, sich hier langsam mal in das Spiel mit einbringen. Ich versuche jetzt auch noch mal klarzumachen, dass die Gegner alle zumindest im Wald stehen müssen oder kurz davor, dass da hinten an den Steinen im Cap eigentlich keiner mehr stehen kann, soweit wie der Kunze schon vorgerückt ist und dadurch, dass ich hier auch nicht aufgehe. Was jetzt fatal wäre, wenn ihr jetzt quasi die Geduld verliert und ihr fahrt jetzt mit eurem 8er Heavy hier nach vorne. Ihr könnt immer mal euch antasten, weiter nach vorne tasten, gucken, ob ihr aufgeht. Immer nur mal kurz reinfahren, schauen, ob ihr aufgeht. Wenn ihr nicht aufgeht, könnt ihr euch da drin platzieren, in so einem Busch zum Beispiel. Und dann müsst ihr halt warten, dass da was passiert. Der EN-100 geht das sehr konservativ an, aber kann man verstehen, wenn er von da unten wenigstens vielleicht was aufmacht. Ich habe jetzt auch, der EN-100 heißt Hans und ich habe jetzt auch nochmal geschrieben im Chat, Hans an das Maschinengewehr. Ich hoffe, das hat er verstanden. Nee, jetzt fährt er rückwärts. Hat er vielleicht doch nicht verstanden? So. Also, ihr seht, sehr zerfahrene Situation. Wir liegen zwar eine Kanone vorne, aber es ist halt auch immer,
ich will jetzt auch gar nicht groß Vorwürfe machen, außer vielleicht dem STB1, der wirklich, das macht halt eigentlich fast gar keinen Sinn da hinten, es sei denn, er schafft es jetzt da den Kunze rauszunehmen von seiner Position aus. Aber ansonsten wäre es halt schlauer, wenn wir hier versuchen würden, den Wald auseinanderzunehmen. Und der, der am besten prädestiniert wäre, dafür jetzt nach vorne zu fahren, wäre der E100, weil er die dickste Panzerung hat. Oder das Objekt 777, aber wenn man da oben steht, wo das 7, er macht es jetzt tatsächlich, aber das ist halt die deutlich ungünstigere Position, da zu pushen. Und vor allem, wenn er jetzt hier, er bleibt sogar jetzt kurz stehen, also verlangsamt sich selbst. Und das ist eine Sache, die darf man nicht machen. Eigentlich muss man dann wirklich durchziehen. Dem Gegner so schwere Shots wie möglich anbieten. Leider haben wir jetzt schon das Objekt 777 verloren. Also hier an der Stelle sollte man dann versuchen, wirklich durchzukrachen, alle aufzumachen. Und vor allem, Geschwindigkeit schützt ja häufig auch, weil die Gegner keine sauberen Schüsse in eure Weakspots haben. Ne? Also auch das darf man nicht unterschätzen. Wir haben jetzt den Standard B rausgekriegt. Hinten sind Prototyp und Kunze auch geplatzt. Jetzt ist der Stritzwand offen. Und dann ist es manchmal wie so ein Kartenhaus, was in sich zusammenfällt, wo man dann durchaus die Chance hat, endlich die Runde für sich zu gewinnen. So, den Schuss haben wir auch noch gemacht. Vielleicht haben wir einen Schuss blind auf den Löwen gemacht. 3700 Schaden haben wir. 940 Unterstützungsschaden. 4 Kills. Also bis jetzt eine extrem solide Runde. Und ich lade jetzt nicht nochmal nach, einfach weil ich diesen einen Schuss noch anbringen will und weil es wahrscheinlich viel zu lange dauern würde. Von hinten kommt schon der STB-1. Jetzt hier nochmal ein ganzes Magazin durchzubringen, würde ich sowieso nicht schaffen. Einen Schuss kann ich ihm noch geben, jetzt vielleicht nochmal Ramming Speed. Jawohl, wir haben jetzt nochmal 188 Rammschaden gedrückt und am Ende des Tages diese Runde dann gewonnen. So, jetzt drehen wir das Ganze mal um. Jetzt sind wir Top-Tier und da steigt natürlich dann auch die Gefechtsgeschwindigkeit. Ihr wollt auch hier wieder euren Panzer dahin bringen, wo ihr den größten vermeintlichen Gefechtswert habt. Und wo wäre das? Natürlich in der Mitte. Auch wenn jetzt hier zwei Artis dabei am Start sind, auf die Insel zu fahren, denke ich, ist keine besonders gute Option, weil ihr erstens dafür zu langsam seid und zweitens ihr da jetzt auch euren Gefechtswert nicht wirklich ausspielen könnt. Hier runter zu fahren in die vermeintliche Heavy-Gasse über die 7er-Linie, also rechts um den Hügel herum, habe ich jetzt erst überlegt, aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, ist auch eine Option, kann man machen, aber wie gesagt, ich habe auch ehrlicherweise nicht sofort aufs Matchmaking geachtet und dann ist mir erst relativ spät aufgefallen, dass ich ja Top-Tier bin und als Low-Tier in einem 9er-10er-Match würde ich definitiv nicht sofort in die Mitte fahren, aber jetzt hier als Top-Tier in dieser Situation durchaus und das war wieder genau das, was ich meine mit hin und wieder ist die Kanone sehr kartoffelig unterwegs. Also der letzte Schuss auf den Chiri, der vermeintlich nochmal schön 360 Schaden auf unser Konto gespielt hätte, hat nicht... es ist verschwunden, nennen wir es mal so. Also das sind so Schüsse, mit denen müsst ihr immer wieder beim Emil und auch beim Emil 1951 rechnen. Und deswegen solltet ihr euch, das war das, was ich gerade meinte, nie in Teufels Küche bringen, irgendwo alleine zu pushen und euch darauf zu verlassen, dass die Schüsse alle sitzen müssen. Das ist ja häufig auch so. Manchmal fährt man in so eine Situation rein und wenn alle Schüsse penetrieren würden, dann gewinnt ihr den Zweikampf. Aber wie gesagt, auf solche Spirenzien würde ich mich gar nicht einlassen. Jetzt helfen wir hier lieber dem FV4202 gegen den KPZ. Der nimmt den jetzt ja auch schön raus. Ne, der T29 war es. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die Badgehead loswerden. Zack. Und wir sind gleich schon wieder nachgeladen. Bis jetzt noch keine AP verloren. Schon wieder 1800 Schaden auf der Uhr. Als Top-Tier ist der Panzer natürlich echt einfach ein Biest. Muss man einfach sagen. Klar, der Standarddurchschlag ist jetzt nicht so geil. Aber es reicht, würde ich sagen. Und wenn ihr den Panzer korrekt spielt, dann ist der Durchschlag in Ordnung und die Panzerung superior. So, da hinten muss noch irgendwo ein Tiger 1 stehen. Da ist er. Hallo, Tiger 1. Grüße. Für Sie reicht unser Durchschlag auf jeden Fall. Zack. Und es ist halt einfach brutal,
wie dieser Panzer innerhalb von kürzester Zeit über 1000 Schaden rausjuckt. Und der Tiger sagt jetzt auch freundlich Dankeschön. Und wir sind jetzt mittlerweile voll in der Abschmatzphase. Ist mir auch egal, ob mir jetzt hier die Su nochmal ein Ding drückt. Ich habe jetzt kurz überlegt, hier auf die Su zu gehen. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, wenn ich jetzt auf die Su gehe, dann verpasse ich den Carnarvon und den King Tiger. Und der IS-2S ist ja auch noch nicht gespottet worden. Das heißt, er steht da entweder auch bei der Su oder er steht auch irgendwo auf der Insel. Deswegen habe ich mich gegen die Su entschieden und dafür, hier runter zu fahren. Das ist dann einfach die pure Gier, Damage maximieren und aus so einer geschenkten Runde als Top-Tier so viel wie möglich mit rausholen. Und da können wir uns dann auch gleich bedanken beim Carnarvon. Erster Schuss auf Kette stellen, zweiter Schuss nochmal auf Kette stellen und dann kann es weitergehen. Jetzt müssen wir uns entscheiden, IS-2S oder den King Tiger. Der Carnarvon wird sich sowieso nicht mehr groß wehren können. Er dreht zwar noch den Turm in meine Richtung, aber er ist jetzt schon Geschichte. IS-2S ist jetzt auch Geschichte und das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier noch was abbekommen vom King Tiger. Also ihr seht, das ist wirklich einfach nur gnadenloses Durchgejucke. Ja, und dann würde ich sagen, habe ich noch eine dritte Runde für euch dabei. Was ist denn, wenn es mal knapp wird? Ja, diesmal sind wir auch nochmal in der Top-Tier-Situation. Aber ich kann euch sagen, hier muss der Emil mal zeigen, was er drauf hat, wenn es quasi in den Runden auch mal etwas, ja, Ruffle-Stomp-mäßig zugeht. Was ich damit meine, kennt jeder von euch. Wenn das Gegnerteam dabei ist, über euch drüber zu fahren und das eigene Team, nennen wir es mal, willentlich oder aus anderen Gründen die AP einfach dem Gegnerteam hinterher schmeißt. Auch das ist eine Sache, wo der Emil 1, aber auch der Emil 1951 hundertprozentig glänzen können in solchen Situationen. Also hier habt ihr dann quasi schon so diese Kranwahn-Erfahrung, wenn ihr Top-Tier seid. Ja? Wir haben jetzt hier auch diesmal keine Arti drin. Ich meine, die war eben auf Minen auch nicht so der große Faktor. Aber in so einem Matchmaking habt ihr im Prinzip schon so ein bisschen die Kranwahn-Erfahrung. So, außer ihr geiert hier um die Ecke und da hinten steht eine Su 130 PM. Und das ist irgendwie, habt ihr eben auch auf der Minengeschichte gesehen, das ist irgendwie so ein, ein Standard mittlerweile, dass die Sus, egal wo man hinschaut, jede Su 130 PM, ob Top-Tier oder nicht Top-Tier, hat immer sofort eine Heat drin. Also ich weiß nicht, wie eure Erfahrung da ist, aber das war ja eben auf Minen das gleiche mit der Su. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so die Standardmunition für den Panzer ist. Jetzt haben wir hier wieder Kartoffel-Kanonen-Manöver. Zweiter Schuss in die Seite, nicht penetriert. Der Emil, der gegnerische Emil 1 ist schlauer, ist auf Premium-APCA unterwegs. Ja, und da gehen sie hin, unsere HP. Und das sind halt so Momente, da möchte man die Kanone einfach abschrauben und da in den Fjord reinwerfen. Also das sind Sachen, auf die muss man sich einfach einstellen. Wird das jetzt unbedingt viel besser im höherstufigen Bereich? Ich würde sagen, nein. Und ihr seht das hier, ne? Auch das wieder so ein Schuss. Die ersten beiden genau auf die gleiche Stelle. Erstes Kettenrad schräg reingeschossen, getrackt, geretrackt. Und der dritte Schuss, gleicher Winkel, alles gleich, pennt nicht. Tja, und jetzt haben wir schon so viele Schüsse gemacht, haben selber nur noch 219 AP. Und es sieht nicht wirklich gut aus. 1400 Schaden haben wir erst gemacht. Da steht jetzt auch noch eine Su, 152. Auch der Schuss verschwindet wieder. Also, ihr müsst euch schon, und das sollte klar sein, auf den einen oder anderen Frustmoment mit dieser Kanone, sowohl beim Emil 1 als auch beim Emil 1951 einstellen. Und egal, was ihr für ein krasser Typ seid, eure Kanone wird euch regelmäßig zeigen, dass sie keinen Bock hat. Ja, und ihr müsst dann, und das ist dann eure Herausforderung, ja, quasi die Challenge an euch, ihr müsst dann so lange am Leben bleiben, bis die Kanone irgendwann mal wieder Bock hat. Es wird dieser Moment kommen, da sagt die Kanone dann wieder, okay, ja, Maverick greift wieder an, wir sind wieder am Start, aber
Es kann manchmal halt auch sein, dass es entweder zu spät ist, dann seid ihr schon tot. Das ist der schlechte Umstand. Oder ihr habt so wenig HP, dass ihr kaum noch Einfluss nehmen könnt. Dann müsst ihr halt hoffen, dass eure Panzerung das aushält, wie jetzt hier gegen den AMX und gegen die Super Hellcat, die beide Gott sei Dank gegen den Turm geschossen haben. 2800 Schaden haben wir jetzt. Und das Magazin war jetzt das erste, wo man sagen kann, ja, passt. So, und jetzt war meine Idee, hier die Su 152, die ganz offensichtlich AE geschossen hat, anzugehen. Aber irgendwie will jeder hier noch lieber durch den Berg durchfahren, noch weiter innen durchziehen. Und auch hier um die Ecke steht nirgendwo die Su. Also am schlauesten wäre es jetzt eigentlich, wenn der IS-3 vorfahren würde. Er hat die dickste Panzerung, kann Heat bouncen von der Su, kann die HE bouncen und die beiden machen das schon. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier wieder umzudrehen, weil ich der Meinung war, kann sein, genau deswegen, dass da gleich noch jemand von hinten uns hinterher fährt. Und jetzt habe ich natürlich wieder eine bessere Position. Ich habe ihn gespottet, sehr schick. Musste gar nicht schießen. Er ist an uns geklingelt. 8 zu 11, wir liegen immer noch 3 Panzer hinten und 4000 HP. Jetzt wird es langsam besser, sind jetzt nur noch 3000 HP. IS-3 gegen Su 152, das wäre jetzt so der Moment, wo ich als nächstes helfen muss. So, erster Schuss zwar nur getrackt, aber zweiter Schuss geht rein und wir können uns jetzt hier nochmal entspannt in den Reload begeben. Ja, warum fahre ich da jetzt nicht weiter? Weil wir hinter uns noch einen Burask, eine Super Hellcat, einen Leo hatten, einen AMX 1357. Und im Norden war lange niemand mehr aus unserem Team. Das heißt, die Gegner sind, da ist auch schon der erste, vielleicht mit Sicherheit irgendwo bei unserem Cap oder kommen von hinten. Ja, immer mit dem Dümmsten rechnen. Und jetzt hier wieder Glück gehabt, der Leo bounced. Ich will hier gar nicht so weit rumfahren, weil da hinten im Cap muss ja irgendwas stehen. So, ich habe den Leo jetzt getrackt, er hat mir auch eingegeben. Und jetzt muss der nächste Schuss von ihm abprallen und ich muss ihn vor allem tracken, dass er nicht um mich rumfahren kann. Der Trackshot sitzt, er bounced, er schießt gegen die Kanone. Und das gibt mir jetzt das kurze Quäntchen Momentum, ihn hier rauszunehmen. Und bin immer noch am Leben. Also in solchen Situationen ist es wichtig, dass ihr die Trackshots bringt, weil die Trackshots sorgen nicht nur dafür, dass er um euch rumfahren kann, sondern wenn ihr die Gegner in der Fahrt trackt, verzieht sich die Kanone auch immer für den Moment. Das heißt, er kann keinen sauberen Schuss bringen und das erhöht die Chancen, dass er irgendwo, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel, gegen eure Kanone oder sonst was gegenschießt. Also immer versuchen, in solchen knappen Situationen auf die Tracks zu schießen. So, ich warte jetzt hier darauf, dass der LTG vielleicht den Spot bringt. Wir haben ja noch 30 Sekunden, also der Spot sollte locker möglich sein. Ich bin voll eingezielt. Bupp. Und wenn die Kanone voll eingezielt ist, dann würde ich sagen, ist sie hier und da auch mal zuverlässig. Ne? Jetzt haben wir noch den AMX 1357 und die Su 130 PM. Mittlerweile sind wir schon wieder bei 2 Kills. 4400 Schaden haben wir gemacht. Und der Skoda LTG, die würden jetzt gut daran tun, wenn sie vielleicht auf mich warten. Jetzt einer nach dem anderen da reinfahren, halte ich für nicht die beste Idee. Der Skoda hat ja zum Glück noch ein bisschen AP. Zumindest ein ganz klein bisschen. Er ist noch voll AP und kämpft da jetzt gerade gegen den AMX 1357. Und auch wenn ihr jetzt hier One-Shot seid, müsst ihr zusehen, dass ihr jetzt hier in dem Fall euren Verbündeten helft, weil der Skoda wird da gerade angegangen, sowohl von der Su als auch von dem AMX 1357. Und die gehen in dem Fall wahrscheinlich davon aus, dass der Skoda hier kein Backup hat. Ich wollte jetzt eigentlich dem 1357 hier abfangen, aber er fährt andersrum. Also muss ich schauen, dass ich es hier mache. Leider ist der Skoda jetzt geplatzt. Aber der AMX 1357 liegt auf der Seite. So, und jetzt hat die Su das Problem. Entweder müsst ihr den 1357 jetzt hier umwerfen. Der LTG spielt das gut. Oder er muss jetzt hier 1 gegen 2 kämpfen. Er weiß wahrscheinlich, dass ich im Reload bin, wenn er mitgezählt hat. Und weiß, dass der Emil nur quasi 3 Schüsse hat, dann weiß er, dass ich im Reload bin.
So, einen Schuss hat er gemacht auf die Su, aber die Su nimmt ihn raus. Und jetzt hatte ich gehofft kurz, dass ich hier einen Schuss anbringen kann. Wir sehen auf der Minimap, dass er nach hinten fährt. Das heißt, ich wollte jetzt hier durchschießen. Hab ihn leider nicht getroffen. Ich wurde gespottet. Das heißt, er steht da irgendwo. Jetzt könnte man in den Reload gehen oder man weiß, dass die Su One-Shot ist. Natürlich wäre der sicherere Weg jetzt in den Reload gehen. Auf der anderen Seite wollte ich jetzt hier keine Zeit verschwenden. Er denkt jetzt hundertprozentig, dass ich hier noch die Gasse abaime. Ich bin ja so lange stehen geblieben. Oder über den Norden komme. Und er kann eigentlich nur noch hier hinter den Häusern stehen, weil sonst hätten wir gesehen, dass er hier irgendwo rausfährt. Also ist jetzt wichtig, Turm schon mal bereithalten. Und wenn er hier irgendwo hinter den Häusern aufgeht, so wie jetzt in dem Fall, zack, können wir ihn machen. Also, auch das, ne, immer schon gerade bei Heavies den Turm in die Richtung halten, wo sehr wahrscheinlich der Gegner ist. Und dann könnt ihr so eine Runde am Ende auch noch nach Hause bringen. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde auf Malinowka war ein Panzerass. Gucken wir ganz kurz drauf. 4625 Schaden, 4 Kills, 1518 Basiserfahrung. Top Damage, Top XP hier in dem 10er-Gefecht. War auf jeden Fall eine gute Runde. 22 Mal geschossen, 19 Mal getroffen, 14 Mal penetriert. Dadurch, dass wir keine Premium-Munition genutzt haben, haben wir hier 94.000 Credits auch noch zusätzlich plus gemacht. Ich weiß, einige fragen sich, warum zeigst du uns jetzt hier eigentlich nicht den normalen Emil? Aber für mich, wie gesagt, ihr habt es, denke ich, jetzt gesehen, es ist der gleiche Panzer. Und dann ist natürlich irgendwie klar, dass man dann eher den Premium-Panzer fährt, weil sonst wäre es ein bisschen doppelt gemoppelt. Und ich kann wenigstens dabei noch Credits farmen. Und von der Spielweise her, wie gesagt, ist es 1:1 der gleiche Panzer. Die zweite Runde auf Minen war eine erster Klasse. Wir haben 25 Anleihen bekommen. Unterstützer und Großkaliber, 4577 Schaden, ein Kill, 1332 Basiserfahrung. Also ihr seht, der Emil wird auch relativ auf einem relativ hohen Niveau gefahren. 1332 Basiserfahrung, gerade mal erster Klasse. Bei vielen Achtern ist das schon ein Panzerass. Hier haben wir mit Credit Booster 176.000 Credits plus gemacht. Und in der dritten Runde, das war ein Panzerass, wir haben die Verteidigermedaille bekommen, die Unterstützermedaille, Stahlwand und Großkaliber. Am Anfang sehr schnell, sehr viel HP weggeworfen. Sehr viele Schüsse, die nicht penetriert haben. Wir haben jetzt hier 5272 Schaden gemacht, 3 Kills, 1658 Basiserfahrung. 27 Mal geschossen, 22 Mal getroffen, 16 Mal nur penetriert. Also einiges gebounced, einiges daneben gegangen, gerade am Anfang. Hinten raus hat sich zum Glück dann die Kanone gefangen und hat ihre Schüsse durchaus gut getroffen. Und ich würde sagen, wir haben hier die Runde für unser Team gut nach Hause gecarried und haben 223.000 Credits plus gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig mit dem Video helfen und ich hoffe, dass ihr mit dem Emil gut zurechtkommt. Wie gesagt, macht nicht den Fehler, davon auszugehen, dass ihr jetzt schon einen Emil 2 oder einen Krankwagen habt. Seid ein bisschen demütig. Wenn ihr könnt, nutzt eure Halldown-Möglichkeiten aus, nutzt die volle Gun-Depression, aber stellt euch nicht wie ein Vollidiot einfach vor die Gegner und geht davon aus, dass die Gegner euch eh nichts können, weil das ist mitnichten so, wie wir zeigen konnten. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein.